Ah, guck mal, da hat er das Gesicht hat er. Oh. Morgen, Jungs. Und Mädels. Das ist jetzt die Version 05 SCP Containment Breach. Das heißt? Das heißt, it is now possible to beat the game, weil es jetzt multiple Endings gibt. Intro, wir machen mit Intro halt. Das, ich glaube, die war damals immer noch kurz. Jo. Und es geht los. Ja, weil das Intro war ja erst ab 07 oder so, so umfangreich, dass man da in dieser Zelle gestartet ist, wo ich dann der Guard erst da rausholt und so. Und jetzt startet es ja in der Containment-Zelle von SCP-173. Aber stand jetzt wirklich, dass es Multiple Endings gibt? Ja. Gate B stand da, oder? Ja. Ja, ich hätte den Ding eigentlich mal offen lassen können. Und schau. Oh, der Ding hat eine Texture. Aber die da noch nicht. Die schauen noch so ein bisschen faggy aus. Und das sieht irgendwie total komisch aus, finde ich. So, als ob der mit der Sauglocke rausgeholt wurde, verstehst du? Echt? Findest du? Ich finde den jetzt von der Form passt da eigentlich. Der Schädel ist so lang irgendwie. Sieht irgendwie komisch aus. Direct Eye Contact. Ich finde ein bisschen komisch. Stimmt jetzt, wo du sagst. Der Muzzle Flare war nicht ganz am Gewehr dran. Aber das ist ja Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja. So, wir haben ja schon das, das ist offen. Große Inventar seit dem letzten Mal. Oder vorletzten Mal vielleicht sogar. Okay. Ah, das ist dieses Office da. Was? Muss ich? Ja, gehört. Also neben der, die ich jetzt zugemacht habe. Und da ist die Keycard. Die erste Keycard, die wir jetzt in dem Office gefunden haben. Was ist das für eine? Level 2. Ja. Hätte es doch verboten, oder? Das ist besser als Level 1. Da ist 1, auch einer, oder? Da war es. Das ist eine Level 1. Ah, okay. Ja. Ich kenn's noch. Ach ja. Da kommen wir ja schon recht weit eigentlich. Aber man kann ja da noch ohne Keycard durchspielen, ne? Haben wir ja einmal geschafft. Ja. Gate A. Wobei gibt's da Gate A schon? Das weiß ich jetzt eben. Müsste eigentlich. Tesla. Das einzige, was wir verbessert haben, den Tesla Sound. Na. Mach's denn, da ist nichts. Ja, ich weiß immer nicht so ganz. Na. Lieber auf Nummer sicher. Sieht sauber aus. Ich glaube, da können wir durchgehen. Wenn du sagst. Ich fand die immer richtig scheiße früher, diese Räume. Ich habe eigentlich nichts dagegen. Die habe ich immer gemieden. War ich da schon? Das hat doppelte Gefahr, weil einmal kannst du irgendwie stecken bleiben da drin und einmal kannst du von dem gekillt werden. You know what I mean? Maintenance Tunnel. Der erste Maintenance-Tunnel in Version 05. Der Mythos ist ja bereits gebastelt, kann man sagen. Von der schiefen Ebene. Wenn jetzt eine wirklich richtig schiefe Ebene kommt, wäre es lustig. Oh ne. Aber schau mal, jetzt schaut es schon an. Schaut so aus, ob das runter geht. Ja. Schaut halt echt so aus. Ja. Aber du guckst halt in dem Moment halt auch nicht auf den Boden und denkst einfach nur, du läufst runter. Ja, wieso schaut denn das so aus? Das ist eine gute Frage. Was, wo denn? Oh Gott! Wo ist der? Wo ist der? Sackgasse! Da ist er. Der ist schnell. Hey, pass auf, der kommt. Sieht voll geil aus. Sieht voll geil aus. Das Gesicht ist ein bisschen klein, du. Ah,
Ah, guck mal, da hat er oh! das Gesicht hat er. Oh. Ja, dieser Griff ist so geil. Hat er das Gesicht von diesem Phantom? Phantom? Ja, von diesem Geist, der da in meinen Raum kam. Das Gesicht war von dem. Muss ich mir meine ich mal, erkannt zu haben. Muss ich mir in der Replay nochmal einverleiben. Da ist der korrekte Weg. Wo die Burnt Note ist. Oder macht jetzt eine Mauer und kommt von hinten. Was? Was ist los? Warum stirbst du? Oh ja. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Lassen wir noch dabei oder machen wir noch einen? Ich weiß nicht. Das ist eigentlich auch mal ganz lustig, so ein kurzes Ding zwischendurch. Aber mal lass. Ja, ich meine, es war nur... Nächstes Mal geht's halt, gehen wir einfach mit 5-1 weiter. Das ist nicht ein großer Unterschied. Ja, im Prinzip schon. Wir haben ja zumindest jetzt ein paar neue Sachen gesehen. Ja, und waren wieder mit hin. Das ist eigentlich traurig, so eine kurze Episode, aber ihr kriegt genug Videos in der Woche, glaube ich. Von daher kann man das mal so lassen. Oder wie seht ihr das? Jetzt schreibt Kommentare. Jetzt ist es eh zu spät. Ja. Ja gut, wir können es jetzt doch nur ein bisschen Gelaber hinauszögern. Ja, vielleicht schaffen wir noch 14 Minuten. Nee. Ihr könnt ja hier schreiben, wie ihr es in Zukunft gern hättet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Version 051. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Tschüss.